Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier von meinerseits. Es ist das erste Let's Play, seitdem ich bei mir ein bisschen was verändert habe. Es ist Cyberpunk 2077. Gleich als Disclaimer, weiß noch nicht, wie regelmäßig ich das hochladen werde. Ich weiß nicht, wie häufig jetzt auch Cyberpunk kommt. Versuche mir aber Mühe zu geben, das regelmäßig jetzt zu bringen. Und ich mache es aber danach, wie es mir gefällt, weil dieses Sture, ich muss jede Woche was bringen, hat gesehen, bringt bei mir absolut gar nichts. Ich habe dann einfach immer keinen Bock mehr und lasse es dann auch für eine sehr große Zeit. Deswegen, es kommt immer dann, wenn ich dann mal Lust habe, etwas. Ich muss immer noch die Musik ein bisschen leiser stellen. Warte kurz. Okay, jetzt ist es auch besser. Gut. Bin einfach nur starten müssen. So, dann gehe ich mal auf neues Spiel. Ich zeige nur ganz kurz die Einstellung. So, Lautstärke. Ah, warte. Noch ganz wichtig. Das. Super geiler Modus, muss ich sagen. Hier habe ich soweit nicht eingestellt. Ja, sonst ist halt alles normal. Bewegungsunschärfe. Scheiße. Nehme ich raus. So, dann gehe ich mal auf neues Spiel. Wir spielen auf normal. Geh mal. Ich guck mal an. Du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch Vorteile. Mann, kleiner Entzündung in Richtung von. Spannend. Ich bin so ein bisschen zwischen Streetkin und Konzerna. Schwierig, entweder die beiden definitiv, aber ich würde mich eher als Streetkin sehen. So, ich bin männlich. Ah, okay. Maskulin. Stimmlage. Ich bin Vi. Ich bin Vi. So vom Hauttyp. Visur. Dann eher die nehmen. Oh. Auch er so macht das Spaß. Gibt sehr viel zum. Okay. Ja. Ja. Nee, so, ja.
Du Scheiße. Okay, wir sind fertig. Suche bis gleich. Schmerzmittel. In Ordnung, Hermano? So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine Scheißidee kommen, Pepe? Hör zu, wie. Ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Los, raus damit. Was ist es diesmal? Weißt du, ich... Ja, da bin ich wieder. Ich hab Schulden bei Kirk. Oh. Mann, der bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Und der Mann, das tot ernst, hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollt ihm eine Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut wie... Ich red mit Kirk, aber dann schuldest du mir was. Willkommen zu Cyberpunk 2077, dein erster Besuch in Night City. Boom. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlage des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edge-Runner bist, kannst du die Anzeige des Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk 2077 zurückgreifen. Hey Kirk, können wir reden? Wie? Lang nicht gesehen. Schieß los, was willst du? Hör zu, Pepper hat mich geschickt. Wieso? Zu feige, die Eddie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Noch nicht. Hey, was ist dein Problem? Drück mal ein Auge zu, ja? Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Ich weiß, nichts ist umsonst. Ich schulde dir dann einen Gefallen. Verlockend.
Ich hab da schon eine Idee. Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Wenn ich das mache, sind Pepes Schulden vom Tisch? Klar, ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch. Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield und ich vergesse Pepes Schulden. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Großzügig. Mein Kumpel arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend. Ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard und das Auto rollen und das mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. Nö, das glaube ich auch nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Also, sind wir uns einig? Sind wir. Das freut mich. Wusste doch, du bist nicht dumm. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage auf dich. Ihr zwei werdet euch blendend verstehen. Hals und Beinbruch. Melon kriegt keinen Titelkampf. Blödsinn. Der Typ ist der Beste seiner Gewichtsklasse. Klar, hat Hernandez und Smith platt gemacht. Aber Geno ist ein Naturtalent. Verstehen? Hm? Dieser Japaner? Welche Schulden? Ich bitte. Ich kann zahlen. Genos Beinarbeit ist der Shit. Du hast keine Verbrüderung. Ah, Eddie ist für ein Veteran. Der kybernetische Gott wird seine Kinder verschlingen. Okay, gut. Sollen sich bereit halten. Okay, Padre. Na, wen haben wir denn hier? Wie? Ist eine Weile her. Wusste nicht, dass du hier bist. Ja, endlich wieder zu Hause. Sebastian Ibarra, hast dich kein Stück verändert. Niemand nennt mich mehr beim Namen. Schon fast vergessen, wie er klingt. Wie läuft's, Padre? Wie immer. Hier in Haywood ändert sich nie was. Erzähl lieber von dir. Kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist auf Haywood Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich hab gerade was zu erledigen. Finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Marcus, fahr los. Ah, okay. Wohin soll's gehen? Zum Glen. Lasst mich am Embers raus. Vordereingang? Rampe am Hintereingang. Ich zeig euch, wo ihr halten müsst. Du hast ihn gehört, Marcus. Will herumkuschiert werden? Wie läuft es für dich in NC? Gut beschäftigt? Selbst 2 Jahre später hat sich kaum was verändert. Du kennst ja Haywood. Starke Wurzeln. Immer mit demselben Blut gewässert. Und jetzt erzähl mir von dir. Mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komme klar. Danke der Nachfrage. Also lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm?
Bin eigentlich ohne Erwartungen hingegangen. Naja, hatte gehofft, es ist dort besser als hier. War es aber nicht. Vielleicht ist es am Ende besser so. Scheiße. Halt mal an. Was ist los? Was Geschäftliches. Bist du bewaffnet? Nein. Sebastian Ibarra. Muss mein Glückstag heute sein. Was willst du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Der ist schon echt gruselig. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glenn. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Und Papi? Noch ein verdammtes Wort. Halt dich da raus. Ich kenn dich nicht. Ich dich auch nicht. Heißt, dass du hier einen Scheiß bedeutest und noch weniger als das kannst. Na, sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Die Fresse. Marcus, fahr. Schön zu sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Hast immer noch dieses Talent. Dankeschön. Viele der kleinen Schisser hier bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Halt hier an. Gleich hier. Ich spring einfach runter. Hier, bevor du gehst. Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Wie früher. Danke, Padre. Ich muss los. Geh mit Gott. Ja, tue ich. Oh, bloody. Lagebericht. Bin angekommen. Suche jetzt deinen Kumpel. Rick ist einer von uns, wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Bist du Rick? Ja. Yep. Schick Kirk dich. Ja. Yep. Die Kameras sind aus. Du hast 20 Minuten. Kirk, ich sehe den Wagen. Dein großer Auftritt, Lee. Viel Glück. Mal sehen, ob diese Zaubertech was taugt. Mir fehlt einfach der Glaube. Siehst du? Wir sind reich. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Ich sag dir, wohin. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden.
Was aus. Zum... Aussteigen. Sofort. Wow. Fuck. Du kannst fahren. Und jetzt raus. Was machst du? Catching Nathos. Keine Bewegung! Ach du Scheiße. Festgenommen. Bleibt, wo ihr seid. Ach du Scheiße. Wenn du dahin, wo ich sie sehen kann. Schön langsam. Auf den Boden, ihr Pisser, und zwar sofort. Du Scheiße, was ist jetzt passiert? Jackie Wells, mein alter Bekannter vom Block. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt. Hey, Detective Stintz. Lange nicht gesehen. Inspektor Stintz. Urin, Uran. Hey, deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Gleich. Na los, wird's bald. Ich ah, warte. Ja. Deine mir aber nicht. Abgehauen nach Atlanta. Auf der Suche nach dem Glück. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Haywood-Gesocks ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht damit. Zunge verschluckt. Genug mit dem Geplauder. Was passiert jetzt? Ich nehme euch fest und buchte euch ein. Gratis Urlaub. Komm schon, Stintz. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße, gibt ihr nur noch Stehplätze im El Bote. Kommen sicher schneller raus. El Bote. Das sind die Diebe. Gewöhnlicher Straßendreck. Ich hab sie in Gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen sie sofort ab. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater. Soll ich sie gehen lassen, Sir? Schmeiß sie ins Meer. Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibgut wird. Sie hat ihn gehört. Fuck. Aua. Einen Moment lang sah das echt übel aus. Dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Nein, Stintz macht sowas nicht. Bist du dir da so sicher? Er ist aus Haywood, so wie wir. Hast Anzüge, genauso wie du und ich. Er hat getan, was sein musste. Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Nee, war alles meine Schuld. Warte, was? Die Bullen waren nicht zufällig da. Meine Tech muss den Alarm ausgelöst haben. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Wie? Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Ha, Mann. Frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Das frage ich mich auch. Er hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen. Und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Cabron. Muss lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Ja. Komm, lass uns was essen gehen. Essen? Du musst das Chili meiner Mama probieren. Bestes der Stadt. Okay. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Und jetzt komm, ich bin am Verhungern.
Dann mal los. Ich sterbe vor Hunger. Und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr. In einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. So, dann sage ich mal Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Das war's mit der ersten Folge von Cyberpunk. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich spiele Cyberpunk. Bis dahin, schau mal vor.